Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen. Und heute muss ich euch was sagen, denn ich fühle mich total beschissen und ich habe wirklich dreimal überlegt, ob ich heute eine Folge machen soll oder nicht. Denn ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich wäre heute bei einer Stadt auch umgekippt und auch so ist mir zwischendurch echt schwindelig. Es pocht sowohl im Hinterkopf als auch nicht in den Ohren, aber irgendwie so in dem Bereich. Ganz, ganz komisch. Ich bilde mir schon Dinge ein, die ich haben könnte. Ich glaube, ich sollte zum Arzt gehen, wäre vielleicht auch besser, war ich aber noch nicht gewesen. Und warum ich überhaupt mache, ich habe Bock zu spielen, ich habe Bock mich abzulenken und von daher bin ich jetzt hier und sitze mit euch, aber man sieht, glaube ich, auch irgendwas stimmt nicht. Ich bin zwischendurch auch heiß, als ob ich Fieber hätte. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Also von daher weiß ich nicht, wie lange ich schaffe, diese Session. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen ich schaffe heute. Aber wir versuchen unser Bestes. So. Des Weiteren, ich gehe schon mal los. Wir müssen nämlich nach oben. Halt! Halt! Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Super. Bevor wir. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Jetzt nicht. Das ist Vince. Da geht es auch lang, ich weiß. Sollte ich das tun? Boah, guck mal hier. Von hier können wir übrigens. Wir können von hier. Nee, gar nicht. Wegen den Kristallen, glaube ich, kann man von hier aus nicht weg. So. Kann man hier dran? Ja, hier kommt man dran. Übrigens habe ich morgen. Ein Friseurtermin. Allerdings werdet ihr das natürlich in der morgigen Folge noch nicht sehen, denn wenn ich heute mehrere Folgen aufnehme, wird man es, wo bin ich hier gelandet, wird man es in den Folgen, oh Gott. Und nochmal von vorne. Dietrich ist hin. Ich mache das hier mal eben, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Nochmal von vorne. Nicht konzentrieren. Geschafft. Also, man wird es dann morgen noch nicht sehen, sondern erst, wenn ich hier beendet habe und die nächste Runde anmache. Ich weiß, wo wir da hinkommen. Oh, ne, ernsthaft? Von vorn. Bitte 3-3. Ja. Jawohl. Und ich habe gesehen, beim Schneiden von den anderen, so dunkel ist es jetzt nun doch nicht mehr bei YouTube. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Auf jeden Fall ist es gar nicht mehr so dunkel. Ach, oh, ernsthaft? Der Dietrich ist abgebrochen. Geht doch. Sehr schön. Ich kann mir ruhig mal Speichern ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil man nicht weiß, was man da gerade tut. Geschafft. Okay. Wo komme ich hier hin? Ja, ich weiß, wo ich hier hinkomme. Da will ich aber noch gar nicht lang. Oder? Ich will erstmal. Ne, aber schön, dass man hier lang kommt. Da kommt man jetzt noch nicht hoch, oder? Oh, müsste ich da hochkommen? Ja, ich komme hier hoch. Cool. Und da kommt man da. Okay. So, müssen wir nicht mit Enzo auch reden? Dann wollen wir das mal tun. Aha, ein Novize auf der Suche nach Magie. Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, Mann. Mit Kraut habe ich nichts zu schaffen. Schreibfehler. Was kannst du mir über Hemmler sagen? Einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Und was machst du hier? Ich bin Enzo, ein bescheidener Novize auf der Suche nach Weisheit. Und? Schon was gefunden? Die vielen Bücher sind sehr lehrreich. Ich rate dir, lies alles, was du finden kannst.
das werde ich. Vielen Dank, das werden wir beherzigen. Und ich rate dir auch, versuch nicht die heilige Halle zu betreten, wenn du keine Erlaubnis hast. Weil mich sonst die Wachen zusammenschlagen? Im besten Fall ja. Im schlimmsten Fall bekommst du obendrein noch Strafarbeiten. Ich muss jetzt stundenlang fegen und kann mich nicht der Magie widmen. Tja, vielleicht findest auch du darin Weisheit. Bestimmt sogar. Entschuldigung, wirklich Entschuldigung. Boah, bevor wir jetzt hier noch weitermachen, müssen wir erstmal, da steht Ignacio, der wird uns gleich erstmal auch was sagen. Wir müssen hier auf jeden Fall so viele Sachen noch machen, aber auch zu Ash, weil ich glaube, jetzt werden wir erstmal das mit dem Hemmler lösen und dann kümmern wir uns in Ruhe um unsere weitere Ausbildung Richtung Magier. Aber dazu müssen wir erst an ihnen vorbei. Oder? Vorbei? Oder geht das auch so? Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Mhm. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Ja, jetzt muss ich ja mit ihm gehen. Entschuldigung. Kann ich mal auf dem Weg mal eben kurz mit dem Ash reden? Ja, ich weiß, total verzwickt hier, ne? Darunter geht es nämlich zu unserem Bereich. Hier ist noch ein anderer Bereich. Total geil. Wenn ich nicht unbedingt krank wäre, fände ich das hier total mega. Ja, aber gut. Bleib hinter mir. Ja, Entschuldigung. Hier schlafen die Meister. Das sind die Räume der Meister. So. Kanntest du Hemmler? Hemmler? Er war doch ein Freund von Harlock. Falls Harlock überhaupt sowas wie Freunde kennt. Was heißt das? Harlock ist ein Pirat. Es heißt, er war Smutje auf der Eleanor. Hm. Und sein Hackebeil hat er nicht nur in der Kombüse geschwungen. Harlock ist einer der Schlimmsten. Er hat eine Menge Leute auf dem Gewissen. Aber mit Hemmler hat er sich gut verstanden? Sag ich ja. Hey, hast du mal einen Stängel? Nein, hab ich nicht. Hat er wohl? Ich rauche sowas auch gar nicht. Hat mich noch nie interessiert, das Natürlich Zeug. Natürlich nicht. Deswegen hast du auch nicht zwei beigehabt, Was ist die Eleanor? Was denn? Du kennst die Eleanor nicht? Sie ist das Schiff des berüchtigsten Piraten vom Nordkap bis zur Südspitze. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. So, so. Was weißt du noch über diesen Stahlbart, außer seinem Namen? Nicht viel. Nur, dass man ihm besser aus dem Weg geht, wenn man keinen Ärger haben will. Es wird behauptet, er sei noch vor kurzem in der Hafenstadt gesehen worden. Weiß der Gürger, was an der Sache dran ist? Verstehe. Was gibt's? Mir nach. Ja, jetzt müssen wir ihm hinterher. Aber wie gesagt, hier sind die Zimmer von den Oberen. Ja? Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Wenn du glaubst, bereit zu sein, das heißt, das sind nicht alle Bücher. Aber das ist genau das. Ich will jetzt erstmal den Mord aufklären. Das heißt, wir haben jetzt hier mit allen gesprochen, müssen, glaube ich, nochmal... Moment. Kann ich hier nicht die Abkürzung nehmen? So, jetzt gehen wir mal Kasper, vielleicht hat er eine Idee. Aber ich glaube, mit Harlock müssen wir auch nochmal sprechen. Dann zeig mal... Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Also nach Harlock. Irgendwie werde ich nicht schlau hier. Warte mal, Harlock. Hier, Küche. Küche. Fass hier bloß nichts an. Was willst du jetzt schon wieder? Hallo, ich hörte, du bist ein Pirat. Und? Ein gewissenloser, blutrünstiger Mörder. Ha! Das ist lange her. Bin schon ewig nicht mehr zur See gefahren. Versuchst du mir den Mord an Hemmler anzuhängen? Ich will, dass du mir sagst, was du weißt. Ich sage gar nichts. Erzähl mir mal was zu Kapitän Stahlbart. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Hör mal zu, Bursche. Nerv mich nicht mit diesen alten Geschichten. Ich will nichts mehr davon hören. Klar? Klar, Mann. Du machst dich ziemlich verdächtig. Was?
Wie kommst du denn auf so einen Scheiß? Du bist ein Pirat und dein Messer ist die Mordwaffe. Na und? Das beweist gar nichts. Für den Strick wird es reichen und da wirst du landen. Es sei denn, du sagst mir endlich, was du über Hemlers Geschäfte weißt. Fluch, Wirbel, Sturm und Spucke. Na schön, ich sage dir, was ich weiß. Aber es ist nicht viel. Spuck's aus. Hemler hat seine Lieferungen auf dem Friedhof bekommen. Nachts hat er sich dort mit seinem Partner getroffen und seine Geschäfte gemacht. Aha. Ich brauche einen Namen, Harlock. Wer war der Partner von Hemler? Hat er mir nicht erzählt. Ich schwöre es beim buckligen Klabautermann. Ich kenne den Namen nicht. Der geht weiß doch. Nichts mehr. Das hätten wir früher haben können. Okay, jetzt habe ich aber hier... Nee, jetzt sprechen wir nochmal mit Kasper. Wir brauchen nämlich den seine Idee. Nee. Wer ist der Partner von Hemler? Friedhof. Friedhof. Müssen wir zu dem Typen? Glaube ich. So, können wir uns hier so mal sehen. Ups, danke. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Apfel gesehen. Ja, danke. Ich suche den Partner von Hemler. Partner? Glaubst du, er hatte was mit einem der Novizen? Nein, er war Krauthändler. Ach so, verstehe. Tja, also, ich bin es nicht, wenn du das wissen wolltest. Hemler war doch regelmäßig auf dem Friedhof. Was weißt du darüber? Ja, er war da. Aber das waren viele andere auch. Hm. Und? Mit wem hat Hemler sich getroffen? Keine Ahnung. Was bist du eigentlich für eine schlechte Torwache? Was weißt du denn schon? Ich stehe mir hier Tag und Nacht die Beine in den Bauch. Hm. Egal, ob es stürmt oder mir die Eier abfrieren. Ich stehe hier und mache meine Aufgabe. Ist es da nicht normal, dass man ab und zu mal die Hand auffällt, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben? Ja, das stimmt schon. Irgendwas musst du doch gesehen haben. Hey, hör mal zu, es war dunkel. Was soll ich denn da sehen? Hand aufhalten, bisschen Spaß. Rede weiter. Ja, mach keinen Scheiß. Ich bin meinen Job los, wenn die Magier davon erfahren. Dann darf ich wieder im Misthaufen wühlen. Ja. Und das will ich nicht. Nein, von mir erfährst du nichts. Nachts also. Dann weißt du doch etwas. Was hast du gesehen? Ja, er war da. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich bin meinen Job los, wenn rauskommt, dass ich nicht immer aufpasse. Du bist deinen Job auch los, wenn ich mit den Magiern rede. Richtig, du lässt dich bestechen und bekommst nicht mit, was auf dem Friedhof geschieht? Das kannst du nicht machen. Wieso nicht? Na klar. Also gut, ich sage dir alles, was ich weiß. Aber du verpfeifst mich nicht bei den Magiern. Ich bin die geborene Petzer, hallo? Was weißt du über Hemler? Hemler war regelmäßig auf dem Warum Friedhof. Warum das nicht schon und hat eher? Hat sich dort mit jemandem getroffen. Mit wem? Das weiß ich wirklich nicht. Ehrlich. Hemler hat mir gelegentlich etwas Kraut zugesteckt, damit ich weggucke. Das habe ich gemacht. Du weißt ja, wie beschissen mein Job ist. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass er sich mit einem Novizen getroffen hat. Das ist alles, was ich erkennen konnte. Sieh dir mal diese Liste an. Ich habe doch nichts gesehen. Naja, zeig mal her. Ja. Von den Novizen kann es jeder gewesen sein. Denk scharf nach. Also Enzo kann ich ausschließen. Den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier gesehen. Seit er seine Grundausbildung beendet hat, gibt er sich nicht mehr mit uns hier unten ab. Er war es nicht. Die anderen? Kann sein. Ich weiß es nicht. Die anderen. Müssen wir noch mal reden. Nee, müssen wir nicht reden. Gehen wir doch noch mal zum Kasper. Vielleicht kann er uns doch noch mal helfen. Ja. Ich habe ein paar Informationen über den Partner von Hemler. Oh, das ist gut. Welche? Er ist Novize. Dann scheiden Harlock, Tucker und Carlson aus. Was weißt du noch? Enzo war nicht der Partner von Hemler. Nein. Dann bleiben noch Ash und Taylor. Okay.
Was weißt du über Ash und Taylor? Ich dachte immer, es ist nicht wichtig. Hemmler und Taylor haben oft gestritten. Worum es dabei ging, weiß ich nicht. Vielleicht ja um ihre gemeinsamen Geschäfte. Na, das fällt dir ja früh ein. Reg dich ab, du weißt es ja jetzt. Ash und Taylor. Einmal der, der die Schweine bewacht jetzt. Das ist der Taylor. Und Ash ist hinten am Fegen. Moment, wenn ich nach hinten gehe, muss ich mein Mikro mitnehmen. So. Okay. Was ein Hin- und Hergelaufe, Leute. Du hattest oft Streit mit Hemmler. Und? Macht mich das jetzt zu seinem Mörder? Du wurdest doch nachts auf dem Friedhof gesehen. Na schön. Was heißt das jetzt für mich? Du bist einer der Hauptverdächtigen. Ich spucke auf Hemmler. Er ist tot und macht mir immer noch das Leben schwer. Am besten, du sagst mir jetzt alles, was du weißt. Also gut. Ja, ich war auf dem Friedhof und habe Hemmler beobachtet. Aber ich konnte das Gesicht seines Partners nicht erkennen. Warum warst du auf dem Friedhof? Hemmler war ein Penner. Ich musste für das Kraut immer mehr zahlen als alle anderen. Ich wollte es dem Schwein heimzahlen. Und deshalb hast du ihn umgebracht. Nein, ich wollte doch nur wissen, wo Hemmler sein Gold versteckt hat. Deshalb bin ich ihm gefolgt. Aber er hat sich dort nur mit seinem Partner getroffen. Anschließend ist er in seine Kammer zurückgekehrt und sein Partner ist im oberen Bereich der Festung verschwunden. Oberer Bereich also. Dorthin konnte ich ihm natürlich nicht folgen. Ich habe dort keinen Zutritt. Kann sein, dass mein Hund gleich anfängt zu bellen. Weil ich habe jetzt das Fenster auf, wie man es vielleicht sehen kann. Da. Und hört sich an nach Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder ob man es vielleicht sogar sehen kann. Auf jeden Fall kann sein, dass sie gleich bellt. Ja, nur mal so als Vorwarnung. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Gut, Ash. Müssen wir nochmal nach oben. Mit Ash zu quatschen. Was ist? Nix. Das ist Enzo. Ash ist nämlich hinten. Ah, ich freue mich schon, wenn wir das mit dem Hemmler erledigt haben, können wir uns nämlich um die ganzen Sachen für die Grundausbildung kümmern und dann endlich auch Magie lernen. So, jetzt unterhalten wir beide uns mal. Was willst du? Ich habe dir nichts zu sagen. Ich weiß, dass du Hemmler das Kraut besorgt hast. Das ist nicht wahr. Du bist der einzige Novize, der Zugang zum oberen Bereich der Festung und zum Friedhof hat. Ja. Na und? Was soll das beweisen? Alles. Komm schon, du wurdest gesehen. Ja. Sag mir die Wahrheit oder ich bringe sie aus dir heraus. Probier's doch. Jetzt wird sich zeigen, ob du soweit bist. Hallo, ich wollte doch nicht prügeln. Ich wollte ihm sagen... Na gut, das müssen wir uns jetzt prügeln. Das soll ein Kampf sein? Mach schon! Ah, wenn ich neu lade, dann habe ich alles weg, weil ich jetzt nämlich nicht gespeichert habe. Ja! Ja! Ah, das ärgert mich jetzt. Der sollte mir doch nur helfen. Weiter! Los doch! Ja! Ah, das ärgert mich jetzt. Der hat einen guten Schlag drauf. Der Ash, der ist gut. Er hat nicht viel. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht bekämpfen, aber ich habe die falsche Antwort aus Versehen gewählt. Sagst du mir jetzt, was du weißt? Also gut. Ja, ich habe Hemmler das Zeug beschafft. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du weißt etwas darüber. Na schön. Hemmler hat gesagt, dass er bedroht wird. Irgendwer hatte was gegen seine Geschäfte. Ah, okay. Hast du eine Ahnung, wer ihn bedroht hat? Nein, Mann. Und ich will es auch gar nicht wissen. Komm schon, gib mir irgendeinen Hinweis. Du willst wissen, wer Hemmler getötet hat? Ja. Du willst das wirklich rausfinden? Mhm. Klar. Dann verkauf du doch das Braukraut. Ich bin mir sicher, wer auch immer Hemmler auf dem Gewissen hat, er wird irgendwann auch zu dir kommen. Hm,
Okay. Hört sich nach einer gefährlichen Methode. Ja, yeah. Ich habe Angst. Gut, gib mir dein Kraut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Zeug mal freiwillig abgebe. Also pass auf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das freiwillig nehme. Da sind noch 10 Stängel drin. Ja. Verteile davon so viel, dass der Mörder es mitkriegt und glaubt, dass du der neue Händler bist. Ach, noch eine Sache. Hemmler hat die Dinger für 50 Gold verkauft. Wenn du sie loswerden willst, solltest du bei dem Preis bleiben. Alles klar, machen wir. Willst du einen Stängel Brauke haben? Hey, mir brauchst du das Zeug nicht andrehen. Ich hab die Schnauze voll davon. Ja, das glaube ich. Was mache ich, wenn die Stängel verteilt sind? Den Köder spielen. Der Mörder wird sicher nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um zuzuschlagen. Er wird dich nur angreifen, wenn er sich sicher fühlt und niemand ihn stört. Dealer. So wie bei Hemmler. Ja, aber du wirst ihn erwarten. Gib ihm eine Gelegenheit und er wird zuschlagen. Geh schlafen oder nimm ein ausgiebiges Bad. Auf so einen Moment wird der Mörder warten. Okay, jetzt sind wir nämlich der ein Dealer und gleichzeitig ein Köder. Wir haben uns sehr weit gebracht hier und wir werden Meister Ignatius nicht andrehen. Da ist nämlich hier noch einer drin, der das Service Erlan. Hi, ich bin Erlan. Hi. Haben sie dich auch erwischt oder bist du freiwillig hier? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Gute Entscheidung. Das hätte ich damals auch tun sollen. Mhm. Was meinst du? Ich habe mich natürlich erstmal versteckt. Sie haben mich dann aber doch gekriegt. Als ich dann hier war, habe ich erkannt, dass das alles halb so schlimm ist. Der Orden sorgt für uns und bildet uns sogar aus. Wahrscheinlich ist der Orden das Beste, was mir passieren konnte. Interesse an einem Stängelkraut? Nun, ich lieber nicht. Machen wir das andere, machen wir später. Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert, auf Anordnung des Inquisitors. Ja. Willst du Kraut? Nein, gib das mal den anderen. Gut, dann komme ich zu euch später. Denn... So, haben wir ihn schon gefragt? Nein. Willst du Braukraut kaufen? Nein, das interessiert mich nicht. Also hier oben will es keiner. Was ist? Vince will es anscheinend auch nicht. Gut, dann fangen wir hier an. Willst du einen Stängel Brauke? Du handelst jetzt mit Kraut, hä? Na schön, dann gib mir einen. Wie viel kriegst du? Nein, wir machen... Nein. 50. Kostet dich nur 50 Goldstücke. Wusste ich doch, dass du nicht so ein Schweinehund wie Hemmler bist. Mhm. Ich bin kein Schweinehund. Bevor wir weiterhin das Kraut verteilen, ja, ist die Folge vorbei. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Folgen hin. Ich habe auf jeden Fall Bock zu zocken und das weiterzuspielen. Das lenkt mich auch ganz gut ab. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Also, bis dann. Ciao, ciao.